Es geht wieder los mit Side Order und diesmal spielen wir mit dem Octobrush. Und ja, das kann ja was werden. Wir haben schon ein bisschen damit getestet und naja, sag mal so, lief nicht so ganz gut. Ich glaube, wir verlassen uns wieder so ein bisschen auf die Drohne. Fangen gleich mal mit einer Herrschaft an, okay. Aber immerhin haben wir eine Klecksbombe. Alle 600 Punkte. Ja, die kann man sich holen mit dem Octobrush. Einfach ein bisschen rumfahren. Dann passt das schon. So, eine Zone. Ziemlich große Zone. Und eine ziemlich kleine Arena. Ah, mit den Beyblades. Ja, true. Ja gut, wir können ja halt auch Minen legen. Das ist auch so ein Problem. Unser Set ist gar nicht so geil. Oh, der Beyblade, der hat uns gerettet. Lil. Ja, und der Timer läuft weiter. Moment, ich muss meinen Sound kurz abchecken. Der ist ein bisschen leise. Was ist da los? So, letzten Sekunden. Und Hammer-Ult bringt das fast gegen die Beyblades nicht wirklich. Guck mal. Mega schlecht. Ah, jetzt ist es besser. Jetzt höre ich was. Jetzt höre ich auch was vom Spiel. Und die ersten B-Moneten kommen rein. Glückskombo Maximum. Ja, erhöhen wir das. Glücksbomben werden wieder eingesammelt. Das ist mein Nummer 1 Farbchip. Pyramidenetage. Mhm, okay. Ah. Ist das eine richtige Pyramide ohne Eingang? Ah ja, Tatsache, lol. Ja, solange der Turm hier auf dem Boden ist, ist es halt chillig, ne? Ja, keine Tinte mehr. Hier ist ein Tintenteil. Ja, Vorsicht, Klecksbombe. Dann setze ich jetzt eine Ult ein. Ah, guck mit dem Hammer, Mann. Ja, der Hammer ist ja ultra trash. Weiß nicht. Müssen wir wechseln. Müssen wir unbedingt meinen Automaten austauschen. Gegen Krabbenpanzer. Krabbenpanzer fand ich im Endboss eigentlich ziemlich geil. Beim letzten Mal hatten wir das ja. Und wieso nicht? Auch dieses Mal. So, wir kriegen keine grünen Chips leider. Die Schussfrequenz können wir hier erhöhen. Oder den Schaden. Und das Erledigen von Gegnern füllt die Drohnenanzeige. Das ist auch geil. Aber Schaden würde ich halt auch gerne machen. Aber nee, komm. Wenn wir rumfuchteln... Verlasse ich mich einfach da drauf, dass wir halt genug fuchteln. Oh Mann. Gut, bis ganz nach oben. Kriegen wir hin. Kriegen wir schon hin. Mhm, ja. Okay, ich sehe schon das Problem bei der Sache hier. Aber es reicht normal, das ist der Checkpoint jetzt, genau. Und wenn wir uns dann hier hinstellen, dann läuft das auch gut für uns. Sind Gegner auf der Map? Nee, noch nicht, ne? Sind instant wieder gestorben, jetzt kommen wieder welche. Aber wir gehen jetzt in unseren High Ground. Und von hier aus passiert nichts. Ey, Relvoy, willkommen! Was geht? Und damit haben wir das Ziel schon erreicht. Ah, Ult bringt gar nichts. Oh, lol. Ja, die müssen wir austauschen. Unbedingt. Das kann ja so nicht weitergehen. Oh mein Gott. Aber ich glaube, alle Waffen, die jetzt drankommen, haben eine schlechte Ult. Ja, ich spiele heute Side oder vermutlich ganz durch, weil es so geil ist. Gerade noch mit dem Hund Gassi und voll in den Regen reinspaziert.
Oh Mann. Explosionsstoßwirkung lässt seine Explosionen getroffene Gegner weiter fortschleudern. Das ist gut für die Palette, ne? Ja, mach das, komm. Ja, die ersten 4 Farbchips sind nicht so geil. Also. Hätte da lieber andere Effekte. Und die nächste Turmmission. Auch nicht das Beste für mit dem Octobrush, aber ja. Man kann es sich nicht ganz aussuchen. Ich hätte Reroll machen können, aber ich behalte mir das für die schweren Missionen. Hast du das nie gespielt? Ah, es ist der DLC Wave 2 von Splatoon 3. Und wie du siehst, ist halt so ein Roguelike. Wir müssen 30 Etagen schaffen. Und auf jeder 10. Etage gibt es einen Boss. Ja, und wir sammeln halt auf jeder Etage so Farbchips, um uns, unsere Waffe oder unsere Drohne hier zu stärken. Das Splatoon 3 gar nicht. Sauerei. So, jetzt können wir uns ein Getränk an der Automatenecke. Diese Stockwerke sind keine Missionen, aber man kann da mit seinem Geld sich halt weitere Perks kaufen. Ist dir zu teuer für die Kampagne? Ja, wenn es nur für Singleplayer ist, ja, dann ist es leider ein bisschen teuer. Das stimmt schon. Pressstoßwirkung könnten wir mal versuchen, ne? Lässt dich Gegner bei Pressangriffen weiter wegstoßen. Hierzu zählen Highhammer, das ist unsere Ult. Laufen mit Pinsel und Roller. Komm, wir probieren das einfach mal. Ich habe nicht genug Erfahrung mit den Rollern. Nintendo will kein Geld. Gib mir den Server und ich würde es kaufen. Ja. Warte auf Splatoon 6. Keine Ahnung. Es kommt ja jetzt so ein Splatoon für Steam. Aber ich weiß nicht, ob das... ob das auch Multiplayer online hat. Ich glaube, das ist nur local. Ja, also es ist ein Spiel genau wie Splatoon. Aber du spielst so Roombas. Setze die Sekundärwaffe nicht ein. Habe ich auch nicht vor. Lol. Wow, der Beyblade. Dass die Dinger instant hochgehen. Oder haben wir irgendwie eine spezielle Fähigkeit, von der ich nichts weiß? Ah, guck, jetzt werden die halt abgedreht. Aber das ist ja auch scheiße. Ah, Mann, was ist das? Falls jemand auf YouTube das sieht, hat jemand von euch den Run mit dem Hammer gemacht? Also ist sie da überhaupt keinen Nutzen bei? Und schon gar nicht, nachdem ich den Krabbenpanzer in Aktion gesehen habe. Ja, guck mal. Du musst ja unfassbar... Also, es ist unfassbar unpräzise. Und macht nicht mal so viel Damage. Was ist da los? Aber immerhin Palettenteilhäufigkeit. Das war es mir wert. So, jetzt den Pressschaden. Ja, komm, vielleicht kann man am Ende des Runs ja einfach so mit dem Wischmob alle Gegner weg. Alle von der Map gedrückt. Wieder die Map, okay. Das sind 3 Stück. Ah, voll in die Scheiße rein. RIP. Nein, er fährt weg. Eigentlich kann man hier mit Tintenminen arbeiten, oder? Ist doch was. Wie lange man braucht, um die wegzuwischen. Das kann doch nicht wahr sein. Und wie viele von den dicken Dingern da kommen noch? Ja, komm. Platzier jetzt hier mal eine Mine. So. Und jetzt jagen wir die einfach. Hä, sind die da hochgefahren?
Tatsache, springen die auch runter? Komm, fahr doch in meine Mine rein. Fahr in meine Mine rein. Okay, der ist jetzt weg. Wo ist der letzte? Ja, jetzt kommen die Gegner. Ah, der steckt da hinten. Ich sitze sogar in meiner Farbe. Okay, weg mit dir. Ja, so geht das jetzt die ganze Zeit weiter. So ein Run dauert ungefähr 50 bis eine Stunde, also 50 Minuten bis eine Stunde. Explosionskraft. Mhm. Was für eine Mission ist das? Ja, komm, lass machen. Kreiselboss als erster. Sehr cool. Und du, was machst du so? Hab gehört, du hast gestern ein bisschen Charity-Stream geschaut. Auch was gespendet. Ach, nu. Ja, es ist ein bisschen schwierig mit der Waffe. Also, ich bin wirklich kein guter Pinselspieler. Ich glaube, das ist sogar meine schlechteste Waffe. Ich überlege gerade, ob es noch was hier gibt, was ich doch schlechter kann. Ja, aber Sniper lief zum Beispiel ganz gut in dem Modus, ja. Weil die Gegner auch schon ziemlich dick sind. So, hier hätten wir eine neue Map. Eine extreme Mission für Kleckskraft. Schwimmtempo. Hm. Die Standardattacke habe ich halt nicht so wirklich. Ah, soll ich die Mission probieren? Ah, komm, ja. Wir haben ja Palettenteilhäufigkeit. Hals und Beinbruch. Wenn es schief geht, dann starten wir halt neu. Wie viele Portale sind? Nur drei? Drei kleine? Das ist doch machbar, oder? Ey, das war gut. Ey, das war richtig gut. Nice Combo. Wo ist denn nix? Ah! Zu viele Gegner. Okay, setz die Biene hin. Damit die gleich hier drauf landen. Und da wäre sogar eine CD. Da gehe ich jetzt hin, wenn das Ding explodiert. Genau. Sehr gut. Ich habe keine Tinte. Oh mein Gott. Gib mir die CD. Wichtig. Oh, das haben wir noch abgefangen. Oh, das ist noch eine CD. Und jetzt Trampolin nutzen und den Beyblade hier verwenden, um auch das Ziel anzugreifen. Und es ist schon tot. Oh, nice. Ah, Beyblades sind mega gut gegen die kleinen Portale. Das habe ich noch nie so gesehen. Doch, bei dieser Sprungending, aber da dauert es ein bisschen. Da sind das große Dinger. So, Stufenboss. Mega geil. Pass auf. Der ist cool. Musikalisch und auch soundtechnisch. Mag ich den. By the way, die Kameraeinstellung von deinem TCG-Video ist richtig nice. Ah, danke. Das freut mich. Ja, leider hat das Spiel keinen Content. Kann halt jetzt nicht weiterspielen. Ich kann nur noch Kunden bedienen. Und mit Deo auf die sprühen. Damit die aufhören zu stinken. So, kurz in Deckung. Wir dürfen uns halt nicht von diesem Licht da erdecken lassen. Ja, auch der Boss ist relativ mies. Mit Octobrush. Aber es sitzen alle. So. Ja, ich verlasse mich schon ein bisschen auf die Drohne hier. Oh, der Hammer ist aber gut gegen den. Aber gefühlt ist jede Ult gut gegen den.
Okay, Piranha-Bomben. Weg mit euch. Sehr gut, sehr gut. Einfärben. Oh, wie lange braucht man, um das wegzufärben? Das gibt's doch nicht. In welche Richtung drehst du dich? In die richtige. So, Checkpoint erreicht. Sehr gut. So, jetzt mit Ult. Gehst du down? Ah! Oh, Tinferno, aufpassen, aufpassen. So, wenn der jetzt kommt, setzen wir Ult ein. Und dann ist vorbei. Ah, noch nicht ganz. Der zieht nochmal zurück. Und bringt wieder die Bomben-Piranhas. Okay. Eine Rüstung. Geil. Will ich haben. Und weg. War das der schnellste Run? Nee. Ich glaube, Sniper war wirklich das schnellste, was geht. Okay, geschafft. Bla bla bla. Und weiter geht's. Ach, hört auf zu labern. Oh, hier ist doch was Neues. Präsch-Färbewirkung. Vergrößert das Gebiet, das von deiner Hauptwaffe eingefärbt wird, wenn du mit Pinseln und Rollern nach vorne schnellst. Klingt geil, aber ich gehe für den Automaten. Ich versuche jetzt mal, meine Ult umzustylen. Rabenpanzer wäre nice. Tinferno ist aber auch okay. Also, ja, das meiste passt. Ah, Tinferno. Ist auch mittlerweile billiger. Die Schallkraft. Aber wir haben keine Heulboje. Ja, komm, mach Reroll. Gönn noch was Geiles. Färbe Laufturbo. Erhöht deine Laufgeschwindigkeit beim Färben. Oh, das gibt's auch? Ah, gib mir das. Komm, zweimal. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir nie unsere Leben neu kaufen können. Wir geben zu viel Memoneten an Automaten aus. Na gut, wenn wir gut spielen, brauchen wir die halt auch nicht, ne? So, jetzt haben wir die Glücksbomben. Das wollen wir haben. Dann können wir nämlich extreme Missionen sehr leicht überwältigen. Ja, die Kugelmission. Okay, die ist chillig. Die ist chillig. So. Natürlich muss ein dummer Sniper mitkommen. So, der eine wird schon angezogen. Sehr gut. Dann hauen wir jetzt ab. Oh, wir sind wirklich schneller. Damn. Hier, friss die. Ist hier ein Loch? Ne, da kann man die Kugel hochstoßen. Ja, komm. Ja, wird angezogen. Sehr gut. Und geschafft. Gar kein Problem. Sogar einen neuen Rekord. Sehr schön. Ja, Relvoich, falls du noch da bist, spielst du denn nebenbei auch was? Extreme Mission. Was macht die Glückskombo-Toleranz nochmal? Erhöht die Dauer einer Glückskombo. Je länger die Kombo, umso wahrscheinlicher ist es, dass Gegner Items hinterlassen. Ach komm, lass probieren. Lass einfach probieren. Wir haben Glücksbomben, aber wir haben... Doch, wir haben noch das Maximum auf 20 erhöht. Kann das sein? Drei Portale nur. Ja, läuft. Ah, das ist die Map mit der... Ah ja, die ist cool. Ja, dann lass das erste hier gleich mal... hochgehen. Ja, ist weg. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt können wir runter. Wie sie alle dahin rennen. Ja, Glückskombo ist nice. Sehr gut. Passt. Ja, die Glückskombo carried. Ah, so geil.
So geil. We like those. Hier nochmal Glückskombo-Häufigkeit. Machen wir. Let's go. Oh, Herrschaft. Oh, sei keine Doppelzone, Mann. Wir haben zwar Tinferno, das ist jetzt das Gute. Und Minen. Minen sind auch nicht schlecht, aber die verbrauchen dann zu viel Tinte. Ne, ist eine Zone, sogar die chillige. Mit Bonus, mit Drohnenfarbsättigung. Okay, richtig nice. Bedeutet, meine Drohne ist auf Maximum aufgefüllt. Für die, die es nicht wissen. Ja, platzieren wir mal Tintenminen hier hin. Ah, wird eine lange Partie. 80 Sekunden. Ey, warum habe ich jetzt... Ah, nee, meine Drohne hat auch... Oh mein Gott, meine Drohne hat hier alles voll gespammt. Sehr geil. Okay, Checkpoint erreicht. Sehr gut. Ja, die Drohne, die carryt hier wieder mit der Sättigung. Sehr gut. Ah, der da muss weg. Der nervt am meisten. Genau. Ja, überall Tintenferno hin. Sehr schön. Und die letzten 7 Sekunden. Und geschafft. Kein Problem. Gar kein Problem. Alles easy. Und jetzt haben wir richtig geile Tinten-Glücksbomben. Nice. Dann rushen wir hier durch. Klecksbombe. Sehr gut. Und Perlen erhöhen? Sollen wir das mal machen? Ja, komm. Lass ausgeben. Also ich gehe mal davon aus, dass wir den Run schaffen. Ich gehe mal davon aus, dass wir ihn schaffen. Wenn nicht, dann ist ein bisschen Fail. So eine Stelle auffüllen klingt eigentlich geil. Sekundärverbrauch auch, aber Herrschaft, ne, du kannst knicken. Komm, lass Turm machen. Sprung Doppelhügel Etage. Ist das nicht diese... Ja, okay. Ja, sie ist ein bisschen problematisch, weil die Rakete so weit oben ist, ne? Na gut, wir können uns sehr schnell fortbewegen, das ist das Gute. Wir kommen schnell zu den anderen Orten. So, kommen wir hier rüber, genau. Auf die Trampolinen müssen wir natürlich aufpassen. Passt. Und Tinferno regelt jetzt. Sehr gut, sehr gut. Passt am Ziel. Ah, nice. Ja, also es wird so langsam ein bisschen langweilig, ne? Wenn man den Modus so kennt. Palettenteilhäufigkeit? Ja, da überlegen wir nicht lang. Das geht rein. Und... erster Kandidat ist tot. Sehr gut. Ich lege gleich hier Minen hin. Oh, was? Der hat mich gekriegt. Oh, shit. Der hat mich... Nein! Fail. Aber ist okay, nicht wild. War dumm. War dumm. Nächster down. Sehr gut. Können wir die vielleicht sogar irgendwann einholen? Na gut, wenn wir ja diese Palettenteile halt irgendwann beisammen haben, dann fliegen die halt automatisch von der Map, Lil. Warum leuchtet hier sowas? Ist da irgendwie was versteckt? Ach, oder ist das der Ort, wo wir gestorben sind? So, kurz flüchten. Oh, Tinferno kommt jetzt gut. Ein bisschen hier aufzuräumen. Und das letzte Ziel auch einzuholen.
Hat die Drohne ihn jetzt erledigt? Anscheinend. Sehr gut. Rüstungsteilhäufigkeit fühle ich auch. Extreme Tourmission. Und eine Etage, die wir nicht kennen. Ja, komm, lass machen. Lass machen. Gehen wir schon irgendwie hin. Dauerflucht. Und Dauerjagd. Ah, ja, ist so eine Sniper-Map. Ja, true. Hatten wir den nicht schon mal mit dem Turm? Naja, wir haben Tinferno. Wir können also aus der Weite die Sniper abschießen. Passt schon. Ja, ich ignoriere ihn jetzt mal bis zum ersten Checkpoint. Ja, genau, da ist Inferno. Dann schieß mal dahin. Mhm, sehr gut. Der Turm ist gleich am Checkpoint. CD kommt mit. Stream ohne Ansage, uff. Ja, tut mir leid, aber ich hatte einfach Bock. Mir war langweilig. Habe ich jetzt nicht groß angekündigt. Warte kurz. Training. Ja, wir sind mit dem Octabrush, wie gesagt, unterwegs, aber wir machen heute länger. Also ich mache heute ein paar Runs, vermutlich. Wenn es nur noch 4 Waffen sind, kann man auch alle 4 heute vielleicht machen. Mal schauen. Ah, der Wurf war so scheiße, Mann. Okay, jetzt muss der Sniper sterben. Nicht, dass er noch einen Freund kriegt. Gib mir Tinte. Ah, Bonus, Bonus. Heilung, Heilung, Heilung. So, sehr gut. Guter Stream-Content. Okay, danke dafür. Warum ist der Sniper nicht tot? Ich treffe den aber auch nicht. So, jetzt aber. Hier. Kasti. Viel Spaß damit. Oh, die Stelle ist ein bisschen mies, weil Range ist auch kein Thema bei dem Pinsel, leider. Aber klappt schon, klappt schon. Für eine extreme Mission schlagen wir uns gar nicht so schlecht. So, wir müssen natürlich immer hier Schutz suchen. Wir lassen uns auf die Glücksbomben. Und wie schon gesagt, dank der Glücksbomben gar kein Problem. Und wieder ein geiles Item mitgenommen. Sehr nice. So, was will das Spiel uns jetzt vorsetzen? Herrschaftsdinger, Bewegungsregeneration klingt nicht so nice. Klecksragte Hauptwaffe. Hm. Mit einer Gefahr. Ah, komm, mach. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Unterschied merke, aber kann sein. Keine Items. Oh, Bro. So einen Bonus gibt's auch. Und dann auch noch mit Sniper. Nemesis, Map. Nemesis. Ja, die Stay. Aber Glücksbomben sind keine Items, ne? Glücksbomben sind bitte keine Items. Oh, ich hoffe, Glücksbomben zählen nicht zu Items. Das wäre ja doof. Ich sehe keine, also spawnen keine Glücksbomben, ne? Oh nee, du. Und nochmal auf der Map, wo wir schon so oft unsere Runs beendet haben. Ah, bitte nicht, Mann. Sei jetzt nicht so Spiel. Jetzt kommt Ben in den Stream und dann gleich Folter. Instant wieder Folter. Ah, hier gibt's aber. Ich fall von der Map. So, ja.
Die Ult war gut, die Ult war gut. Ja, es gibt wirklich keine Glücksbomben, wie scheint. Oh, lol. Aber gut, wir sind gleich am Ziel. Also, das ist ein fieser Bonus. Bei der Drohne spawnen ja immer noch Items, genau, weil die Gegner sie droppen. Aber hier, uff. Wenn man so spielt, dass man sich auf Items verlässt. Und der Kugelkoloss ist am Start. Ah, das ist cool. Der bockt. Es gibt Leute, die behaupten, du bist ein Fluch. Ah, okay. So. Den nehmen wir hops. Ah, oder auch nicht. Ah, die schnelle Heilung ist so nice. Ja, mit Sekundärwaffen kann man arbeiten. Man muss nur ein bisschen auf Tinte aufpassen. Obwohl, ihr juckt nicht. Oh, voll reingerannt. Ja, komm, verpiss dich. Nächste Phase. Hier brauchen wir immer so lange, ne? Man braucht so lange. Ach, in dieser Sonic-Kugel kann man ihn nicht töten, oder wie? Okay, sehr gut. Und jetzt Ult. Ja, war super optimal. Ist so geil. Und du zockst was nebenbei, oder? Bellboy war vorhin auch hier, hat aber mir nicht verraten, was er spielt, wenn er was nebenbei zockt. Marvel Rivals, oder wie es heißt, ist ja mittlerweile wieder nicht mehr spielbar. Oh, sehr gut, die Phase war instant vorbei. Wo ist er? Ah, springt da hinten. Du sortierst Pokémon Go Pokémon. Okay. Nice. Oh, da ist die letzte CD. Holen wir uns. Wird der auch davon irgendwie... Nee. Der bleibt davon ein bisschen unberührt. Oder ist er jetzt... gelähmt. Nö, er nutzt immer noch Attacken. Gib die Rüstung her. Ja, wie die dicken Fische wieder Wall mit dem spielen. Lil. Komm, fair Bein. Oh, die Ult. Die Ult ist... Nein, ich schmeiß alles dran vorbei. Oh mein Gott. Was für ein Fail. Ja, ich glaube, ich brauche die Krabbe für den Final Boss. Später spielst du Splatoon und dann beginnen auch schon wieder Pokémon Worlds. Ah, ja, Glück nach einem geplanten Samstag. Nice. Ja, ich versuche heute so lange wie möglich die Chose hier fertig zu kriegen. Es sind 4 Waffen während 4 Stunden, also gar kein Problem. Es ist nur sau heiß, Mann. Ich gehe hier kaputt. Obwohl es draußen eigentlich nicht mehr so warm ist. Aber immer noch sehr angenehm. Hier, guck, Paletten häufig... oh ja. Ja, das haben wir sowas von rein. Tropisch im Haus. Ja, hier im Streamzimmer, weil die Wände alle so eingekleidet sind, ne? Ist das das Maximum? Ja, komm, lass auf Maximum spielen. Geil. Aber was passiert, wenn die Palette voll ist? Kann man das überhaupt machen? Scheint ja wirklich zu gehen, ne? Wenn man eine Menge extreme Missionen annimmt. Wie hier zum Beispiel.
Man könnte das Maximum erhöhen. Da ich kein Fan von diesen blauen Chips bin. Mit Bonus. Komm, lass Bonus einfach eine volle Sättigung sein und dann ist gut. Und seine One-Zone-Map. Demotivierend heißt die Map als in Two Zones. Ja, setze eine Spezialwaffe nicht ein. Ja, das kannst du vergessen. Ich muss die einsetzen. Ah, die Map heißt demotivierend. Nein, warum? Okay, aber das sind vielleicht auch keine fliegenden Fische am Start, oder? Und wir können schnell laufen. Das ist der Vorteil. Aber wenn wir dann irgendwo ankommen, haben wir keine Tinte mehr. Okay. Aber ich glaube, hier kommen keine Fliegen. Doch, es kommen welche. Oh nein, es kommen welche. Oh mein Gott, was ist das für... Die Mission wird wieder so ätzend. Aber gut, da verlasse ich mich halt auf CD, oder? Okay, Tinferno ist schon mal gut. Wisst ihr was? Platziert Tinferno hin. Dann rüber zur nächsten Map. Hier ist alles schwarz, das ist mies. Und wieder rüber. Ja, komm. Erster Checkpoint. Es sind drei Checkpointe. Oh, wie viele fliegende Fische hier unterwegs sind. Nein. Geht weg. Okay, Timer läuft, Timer läuft. Sehr schön. Da ist ein Baum, da ist ein Baum. Dann erledige ich den Baum. Genau, der ist weg. Sehr gut. Komm, die Sekunden laufen, die Sekunden laufen. Nächster Checkpoint. Oh, auf der anderen Seite, ich hoffe, da passiert gerade nichts. Aber es scheint gut zu sein. Scheint gut zu sein. Oh, die Map ist richtig trash. Also, die ist richtig fies. Hier mit der falschen Waffe und du bist sowas von aufgeschmissen. Vorteil, unser Pinsel ist halt sehr schnell. So, wieder zwei CD. Dann hier noch die Map einfärben. Ah, die färben ein, aber die gehen hier ständig rum. Die bleiben hier nicht stehen, aber geschafft. Geil! Wie heißt es? Grausam demotivierend. Ja. Mit dem Pinsel allerdings nicht. Und wir haben ein Glückskombo-Maximum erhöht. Sehr geil. So, Hauptverbrauch. Und Bonus? Nee, Bonus haben wir nicht geschafft. Hauptverbrauch senken. Würde ich eigentlich machen. Klebetinte, auch geil. Aber da lugert Gefahr, keine Ahnung. Komm, mach den Hauptverbrauch. Mach den Hauptverbrauch! Ey, wir kriegen die Palette wirklich voll. Was passiert denn? Kriegen wir dann einfach Perlen, wenn wir über das Ziel hinausschießen? Oder ist es halt einfach nicht möglich? Das ist wieder diese. Wir starten ja auf High Ground und dann geht's nach unten, Map. Ja, ist chillig. Chillig. Besonders, wenn man sie halt schon kennt. Ja, Rüstungen, gib her. Guck, wie will hier Sport, Mann. Zwei CD. Geil, geil, geil. So, schnell den Checkpoint hier erreichen und dann geht's ganz schnell wieder nach oben. Genau. Passt. Passt alles. Ja, oder auch nicht. Okay, jetzt ist die CD am Start. Oder? Nee, es fehlt noch ein Teil. Was? Ich habe doch zwei eingesammelt. Er hat eine. Hä? Ich bin verwirrt. Oder habe ich schon eine CD eingesetzt? Und es nicht mitgekriegt. Egal. Schaffen wir. Ja, geil. Keine Tinte. Aber Glücksbomben regeln. Und auch das ist vorbei. Aber ich glaube, dieser Run dauert länger als mit allen anderen Waffen. Obwohl wir uns gar nicht so schlecht schlagen. Weird. Färbelauf. Ja, komm, mach den Super Showdown. Das ist die Pyramide, oder?
Das ist diese Pyramide, wo unten dieses große Ding liegt. Ah, nee. Ah, nee, ist das. Ja, genau. Ja, das kann ein bisschen fies sein, weil... Ja, da spawnen halt auch diese Bäume und Sniper. Gut, erstes große Ziel ist weg. Dann gehen wir jetzt zum zweiten. Ja, die Beyblades, die sind das Ziel. Genau, und jetzt fummeln, genau. Und da hat's mich erwischt. Okay, einer ist tot und der hat auch was gedroppt. Ja, okay. Kriege ich das noch, was da liegt? Eine CD. Schon zwei eingesammelt. Sehr gut. Ist noch ein Beyblade. Der Baum musste weg, genau. Mhm, ja. Und schon geschafft. Oh, das ging ja schnell. Das war ja gar kein Problem. So, wie viele sind's? Noch 8. Und wir haben jetzt noch 4 Etagen. Dann kaufen wir uns was Schönes in der Automat. Ich fülle das jetzt auf. Ich will wissen, was passiert, wenn man das auffüllt. Wir haben so viel Geld. Bewegungsdrohnenlader. Lass Reroll machen, oder? Wir haben so viele Memoneten, komm. Es kommt jetzt Lauftempo. Lauftempo ist allerdings geil. Erhöhen wir einfach mal Lauftempo, komm. Scheiß drauf. So, jetzt werden wir vom Spiel hops genommen. Wir können nicht mal rerollen. Also wir müssen jetzt eins von den drei Sachen, die wir vorgelegt bekommen, machen. Ja, dann Portale, ne? Nochmal Lauftempo. Speedy Boy. Einfach Sonic. Oder Drohnen, Bewegungsdrohnen aufladen. Dann haben wir mehr Effekte. Ja, komm, mach das, oder? Ja, nee, komm, ich mach das. Ich glaube, das geht schneller. Wobei, rennen wir nicht mittlerweile so schnell wie diese Fahrräder. Oh, war da eine Gefahr? Oh, lol, das habe ich nicht gesehen. Aber gut, ist es so wild. Ist nicht so wild. Wir haben ja Glückskombo und alles. Die Map ist ganz schnell grün. Sniper ist allerdings scheiße. Okay, nächstes Ziel ist weg. Das ist die CD, die geht noch mit. Ja, alle 3 CDs mit. Nice. Dann nehmen wir das hier, hops. Und dann fehlt noch das eine große da. Sehr gut. Sehr gut. Kein Problem. We got this. Komm, gib noch eine Automatenecke. Einfach nur, um diese Palette aufs Maximum auszulasten. Ah, Drohnenbatterienhäufigkeit ist auch eine geile Sache. Komm, lass machen. Unsere Drohne ist ein bisschen weak. Ne? Eine Heulboje wäre noch nicht schlecht. Die hätte ich doch gerne. Und die Map ist auch ein bisschen fies. Man muss viel umherrennen. Aber wir sind ja schnell unterwegs. Wir sind ja super schnell unterwegs, Mann. So, warten, warten. Guck, wie schnell wir laufen. Das ist insane. Ja, also jetzt ein bisschen aufpassen. Keine Tinte, ne? Na gut. 13 in einer Reihe. Auch wild. Oh mein Gott, ja. Das ist genau das Richtige, was wir brauchen. Richtiger Farbchip.
Und jetzt Richtung Ziel. Auf dem Endspurt kriegt uns doch. Doch, die kriegen uns doch. Ich dachte kurz, kommen alle von hinten. Aber nee, nee, nee. Oh, wie alles hier wegstirbt. Ja, die CDs, die sorgen dafür, dass hier Ende im Schacht ist. Ah, vorbei. ja. Das Abschlachten macht schon Fun in dem Modus. Komm, gib jetzt noch einen Automaten. Ah, schade, kein Automat. Lauftempo nochmal erhöhen. Nee, Toxic-Tinte. Soll ich die Toxic-Tinte nehmen? Gegner erleiden dann mehr Schaden. Ja, Tonanzeige zu füllen ist auch geil, aber ich will die Punkte. Flugsprung, Feindbesuch. Das klingt irgendwie nicht so nice. Ja, lass machen, komm. Der Turm verspritzt ja auch Tinte. Dann haben wir was davon. Okay, wir haben immer diese Achterbahn da zum Flüchten. Das ist das Gute. Okay, Baum geht direkt weg, Mann. Den lasse ich hier gar nicht ran. Komm, geh runter, ja. Flieg runter. Ja, guten Flug. So, jetzt flüchten wir auf die Seite. Oh, das sind zwei CDs. Kann ich die kriegen? Leider nicht. Die sind jetzt ein bisschen weit weg. Ja, bleib hier oben. Vorsicht, keine Tinte mehr. Die Items sammeln wir alle ein. Der Baum muss wieder weg. Genau. Ja, wir wischen hier schön umher. So, ich habe jetzt die Rakete verpasst. Ist weg. Hier, Geschenk. Und jetzt geht's Richtung Ziel. Ist es so? Nee, jetzt kommt noch ein Checkpoint hier. Mhm. Gut, der letzte Baum. Auch weg. Oh ja, das war jetzt ein bisschen bedränglich. Aber passt schon. Letzter Endspurt. Wischen wir uns ins Ziel. Und jetzt kaufen wir uns die Palette voll. mal schauen, was dann passiert. Ja, komm, mach Reroll. Such Automat. Oder sowas Doppeltes. Ah, das ist auch verlockend. Ah, danach ist Bosszeit, ne? Komm, ich such nochmal einen Automaten. Ich will jetzt zwei weitere Farbchips. Oder kommt jetzt einfach kein Automat mehr? Kommt vielleicht auch keiner mehr. Klebetinte. Wir hatten noch einen, zwei Rerolls. Ja, komm, dann. Versuchen wir, was Geiles rauszukriegen. Irgendwas für die Drohne. Also was Geiles ist letztendlich dabei. Hier ist Klecks. Bombe, die man absenken kann. Ah, komm, dann macht es. Ah, schade. Leider Palette nicht aufgefüllt. Hätte man mehr beim Automaten kaufen müssen. Aber gut, dann muss man... Ja, wenn man extreme Missionen macht, kriegt man das hin, ne? Dann ist es halt möglich. Ah, es ist diese Sprungmap. Okay, die ist cool. Die ist aber cool. Da können die Gegner uns auch nicht allzu viel schaden. Das geht hin und her. Die Map. Das muss eine Online-Map werden, Mann. Das ist ja viel zu witzig. Guck, die zwei CDs da. Hm, lecker. Oh, scheiße. Das ist so gut.
Aber CD regelt. So, auf ins Ziel. Auf ins Finale. 59. Ja doch, war der längste Run bis jetzt, definitiv. Der Boss dauert jetzt so ungefähr 6 Minuten. Also wir sind ein bisschen schneller. Wir haben halt keinen Panzer. Panzer war echt nice. Aber egal. Auf geht's. Auf zu Odunkel wieder mal. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Mir fällt gerade auf, dass er halt auch ein Oktopus ist, ne? Wie wir. Ihr Doofies. Ihr seid schon wieder da. Bla bla bla. Und diesmal heißt er der siebte, es mehrfach. Oh, Doktor. Ah, das zählt immer so hoch. Okay. Ja, aber wird er denn auch immer ein bisschen besser? Das Gefühl habe ich halt irgendwie nicht. So, was ist gedroppt? Die CD? Ja. Nehmen wir mal mit. Ja, schön. Gleich mal einen Treffer eingesteckt. Ja, keine Tinte, ne? Dumm gelabert und dann keine Tinte. Ja, können wir ignorieren. Oder? Ne, wieder keine Tinte mehr. Oh, Tintenmangel beim Final Boss. Dein Ernst? Komm, das kombinieren wir jetzt. Genau, genau. Das wird jetzt schön kombiniert. Weil, ja, mit dem Pinsel müssen wir super viel einfärben. Das wird ultra anstrengend. Okay. Er konnte nicht mal angreifen. Das ist geil. Das ist in der Tat geil. So, wir machen jetzt auf Speedrun. Oliver ist stolz auf uns. Die erste CD ist eingesammelt. Ja, wenn wir die Phasen immer so abschließen, ne, dass man die CD so reintimen kann in das Explodieren des Gefäßes, dann wird das doch ein ganz guter Run. Zumindest beim Final Boss. Mhm, sehr gut. So, jetzt ein bisschen Acht geben. Er ist schon frei. Okay, dann gibt eine CD her. Sehr gut. Sehr gut. Oh mein Gott. Instant in der letzten Phase. Oho. Macher. Ah, dann nimm die da. Ja, die Gegner müssen halt in der Gegend von dem Portal da explodieren. Dann machen wir alles richtig. Okay, es geht hoch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zwei CDs wieder eingesammelt. Das ist die nächste. Okay, die ist jetzt ein bisschen schlecht getimed. Wir haben noch ein Portal vor uns, aber gut, das ist... Ah ne, es sind noch zwei Portale. Oh mein Gott. Okay, sind wieder aktiv, also aufpassen. Und wir haben wenig Tinte. Ja, lass flüchten. Next. Mhm, sehr gut. Doch eine CD. Und da wäre noch eine, aber ich warte jetzt ab. Warte, wir können schnell rennen. Der kriegt uns niemals eingeholt. Außer uns geht die Tinte aus. So, letztes Portal. Hier ist eine CD. Merken wir uns. Aber die ist bis dahin vermutlich weg.
Na gut, ich bin mir sicher, dass diese Gegner hier noch eine CD droppen. Oh, Delfine. Delfine am Start. Ist so geil. Ja, ich glaube, das war das Zeichen, dass eine CD gespawnt ist, oder? Ja, genau, genau. Da ist eine. Okay, dann lass das Portal jetzt schnell explodieren. Genau, genau. CD einsammeln. Und. Bisschen gefailt. Aber jetzt... Hier, Fisch. Ja, ich glaube, die Phase, die müssen wir noch ein bisschen bekämpfen. Ja, keine Tinte mehr. Noch rein, zweimal. Oh, die Ult ist auch wieder stark. Ja, Leute, der ist weg. Oh mein Gott, Rekord. Das ist eine Rekordzeit. Dann ist der Run trotzdem noch 1:04. Also wieder genau gleich wie alle anderen. Sehr schön. Weil der Boss war ja gar kein Problem. Sehr cool. Gigis. Ja. Danke. So, das geht aber jetzt auf eine Menge Punkte, ne? Für eine Menge Hex. Ja, 300 immerhin. Und wir dürfen wieder Schränke öffnen. Let's go. Mhm. Mal Perlen, sehr gut. Einen schönen Banner. Und wieder Tagebuch. Okay, dann Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abo, falls noch nicht passiert. Und beim nächsten Mal dann mit der nächsten Waffe. See ya!